So, Flughafen angekommen. Jetzt laufen wir mal zum Schalter von Jetstar und gucken mal, dass wir unsere Koffer loswerden. Keine Lust habt ihr die ganze Zeit mit mir rumzuschleppen. Und dann geht's mit der Anzeige pünktlich um 9.25 Uhr los. Hoffen wir mal, das bleibt dabei. Schlange hält sich in Grenzen, irgendwo sind wir jetzt auch einfach mal komplett an allen vorbei. Keine Ahnung warum, jetzt sind wir erst an der Schlange. Naja, umso besser. Vielleicht kriegen wir Platz nebeneinander, wir haben nämlich keine Plätze reserviert, das kostet ja extra. Wir sind billig Airlines, Mann, mal gucken. Klappt schon. Wo vor 5 Jahren hier waren, sind wir von Oneness geflogen, also das sieht nicht so aus. Jetzt mal runter zum Gate, sonst ist es schon wieder zu spät in den Flieger steigen. Ist noch hier ein Sandwich von unserem letzten Gate geholt, damit wir irgendwas zu futtern kriegen. Im Flieger gibt es wahrscheinlich eh wieder nichts. Ja, dann mal gucken. Bis jetzt steht an unserem Gate noch kein Flieger. Mal gucken, wann der kommt. Ich dachte schon fast, der kommt nicht mehr. Weil eigentlich sollte 8.25 Uhr Boarding sein. Boarding beginnen. Ja, aber jetzt haben wir 8.51 Uhr und vor ungefähr einer Minute ist der Flieger hier eingetroffen. Naja, billig Airlines, ne? Kann man nichts machen. Das wird eng. Herzlich willkommen in Singapur. Angekommen. Sogar pünktlich. Jetzt mal
Koffer schnappen. Irgendwo durch die Sicherheit, wo auch immer. Ah, da. Und dann ab zur Wohnung. Wetter ist hier bis jetzt beschissen. Oder sieht halbwegs beschissen aus. Irgendwie nach Regen. Leicht ein Fisselregen, mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück in den nächsten beiden Tagen. Besser kann es ja nicht laufen, ey. So schnell war ich noch nie im Land drin. Erste beim Passkontrolle, die mit der erste Koffer auf dem Laufband, richtig geil. Also schneller kommt man nirgendwo rein. Jetzt suchen wir uns ein Taxi und dann geht's ab. Richtig krass. Man fährt mit dem Fahrstuhl direkt in die Wohnung. Richtig krasser Ausblick über die Stadt und so. War echt richtig geil. Er hat heute alles eigentlich mega gut geklappt. Wir sind vom Flughafen super durchbekommen. Passkontrolle mega schnell, Koffer mega schnell. Zur Wohnung mit dem Taxi mega schnell. Und waren jetzt gerade in der Stadt, wir sind aber so im Arsch, sind wir nur einmal kurz was essen gegangen und gehen jetzt wieder aufs Zimmer und überlegen uns dann, was wir morgen machen. Und ja, ich bin hier in so einer Nebenstraße, das ist ein bisschen laut hier, bauen die an den nächsten Hochhäuser. Unser Host ist auch richtig geil, mega cool drauf. Und ja, wir werden auf jeden Fall bestimmt ein paar lustige Tage.